Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Die Einheit des Bündnisses sollte demonstriert werden und es soll denjenigen Kräften nicht nachgegeben werden, die dieses Bündnis für den auseinanderbrechen lassen. Dies erklärte Peter Szijjártó in Brüssel, nachdem er am NATO-Außenministertreffen teilgenommen hat. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die NATO kürzlich als hirntot, in der ihm nach keine Einheit zwischen Europa und den USA herrsche. Peter Szijjártó sagte, dass Ungarn für eine starke und einheitliche NATO einstehe. Und das ist es, was notwendig sei, damit sich die Mitgliedstaaten den ernsthaften Herausforderungen, vor denen sie stehen, stellen könnten, so zum Beispiel auch dem Terrorismus. Wir betrachten die NATO als erfolgreichstes Verteidigungsbündnis der Welt und wir werden auch zukünftig alles tun, um die NATO weiter zu verstärken. Die Welt ist nämlich im konstanten Wandel, die Herausforderungen werden immer anspruchsvoller. Wir waren einige, genauer gesagt, wir waren zu zweit, die die Problematik der Massenmigration neben Terrorismus erwähnten und wir vertreten die Ansicht, dass Massenmigration und Terrorismus im engen Zusammenhang zueinander stehen. In Budapest wird es eine Städtemaut und Fahrverbote für Dieselautos geben. Darüber sprach einer der Stellvertreter von Oberbürgermeister Gergely Karácsony. Auch westliche Städte versuchen Ähnliches. In Deutschland kam es zum Beispiel zu einer Art Rebellion bei den Besitzern von Dieselautos. In Ungarn machte Anteil der Dieselautos etwa 30% aus. Die Städtemaut in Budapest werde eingeführt. Darüber schreibt das Online-Nachrichtenportal Mondiner und bezieht sich auf einen der ungarischen Privatsender. Der für den Klimaschutz verantwortliche stellvertretende Oberbürgermeister sprach davon, man werde Maßnahmen einführen, um die Mobilität von Dieselfahrzeugen innerhalb Budapest einzuschränken. Sie würden erreichen wollen, dass man in die Innenstadt nur gebührenpflichtig reinfahren dürfe. Gergely Karácsony sprach bereits früher darüber, dass er einen Teil der Dieselflotte aus der Innenstadt verbannen wolle und sogenannte Niedrigemissionszonen errichten würde. Dadurch, dass ihr mit der Klimakatastrophe droht, kann ich irgendwann nicht mehr mit meinem 15 Jahre alten Diesel heimfahren. Dies wird früher oder später der Fall sein. Hunderttausende werden davon betroffen sein. Das ist klar. Dies heiße, dass luftverschmutzende Fahrzeuge, hauptsächlich Dieselfahrzeuge, keine Zufahrt in diverse Stadtteile gewährt bekommen würden. Dem Oberbürgermeister nach müssten sich Autofahrer diesen Änderungen früher oder später anpassen. Wagt es jemand, die Bürger zum Abstellen ihrer Autos zu zwingen, ohne ihnen einen anderen Autoschlüssel in die Hand zu drücken? Die Führung einer Stadt, eines Landes, birgt Konflikte in sich. Man muss zu den verschiedenen Ansichten eine Rangliste aufstellen. Die besagten Bestimmungen würden in Budapest und im Ballungsraum der Hauptstadt mehrere hunderttausend Autofahrer betreffen. Diese wären nach Inkrafttreten der Änderungen aus dem innenstädtischen Verkehr ausgeschlossen. Sie habe alles getan, um im Schönheitswettbewerb Miss World gut abzuschneiden. Sie habe viel geübt und trainiert, sagte der Miss World Hungary Kristina Neuchbar gegenüber dem M1, als sie die Reise zum Finale antrat. Sie hat mehr als 100 Gegner, von denen sollte sie zumindest ins Top 20 schaffen. Unterstützen kann man sie in der Online-Abstimmung. Ungarns schönste Frau, Miss World Hungary, ist am Mittwoch nach London geflogen, um am internationalen Miss World Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Sie sagte, sie fühle sich mental und körperlich vorbereitet. Ich bin sehr aufgeregt und habe ebenso Angst. Aber gleichzeitig freue ich mich darauf und möchte die Mädchen und ihre Kultur kennenlernen. Ich bin gespannt, wie dieser Monat wohl sein wird. Ich glaube, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe viel geübt und viel trainiert, sagte Kristina Neuchbar. Im Juni wurde Kristina Neuchbal zu Miss World Hungary gewählt. In dem internationalen Wettbewerb wird sie gegen Kandidatinnen aus 105 Ländern in Großbritannien antreten. Laut ihren Stylisten stehen ihre Chancen gut. Dieses Jahr habe ich wirklich das Gefühl, dass Kristina einen Platz unter den Finalisten hat. Das gleiche fühlt die heimische Modeszene, die ihr die Kleidung während des Wettbewerbs zur Verfügung stellen, sagte Jolt Ordoshi, Stylist. Kristina Neuchbal kann auch mit einer Stimme auf der Social-Media-Seite der Miss World unterstützt werden. Die im Internet triumphierende Wettbewerberin wird mit Sicherheit zu den Top 20 des Schönheitswettbewerbs gehören. Die Publikumsabstimmung für den sogenannten 365-Foto-Wettbewerb in Ungarn hat begonnen. Ab heute bis zum 30. November kann man über die von der Jury ausgewählten Fotos im Internet abstimmen. Die Gewinner der drei Kategorien werden voraussichtlich Mitte Dezember bekannt gegeben, die 1 Million Forint pro Kopf gewinnen.
Das Ziel war, dass Amateur- und Profifotografen die Vielfalt und Schönheit Ungarns zeigen. Beim Wettbewerb wurden mehr als 17.000 Fotos eingereicht. Die Fotos sind wundervoll. Es lohnt sich, sie auf der offiziellen Internetseite des Fotowettbewerbs anzuschauen. Mit Teilnahme aus über 100 Ländern hat das Weltwissenschaftsforum in Budapest begonnen. Das internationale Forum wurde mit einem Konzert im Palast der Künste eröffnet. Die Veranstaltung, die bis Sonntag dauert, wird von zahlreichen Kulturprogrammen in der Hauptstadt begleitet. In den nächsten Tagen können fast 150 Vorträge online auf worldscienceforum.org angesehen werden. Die Paper Lab Galerie im Mai-Manu-Haus ist voll von Hunden. Eine kostenlose Ausstellung mit dem Titel One Dog Policy mit Werken einer finnischen Fotografin ist gerade eröffnet worden. Die Fotografin reiste 5 Jahre lang in europäische Länder, um die Beziehung zwischen Tierbesitzern und ihren Haustieren zu untersuchen. Sie machte Fotos von Hunden in Situationen aus dem Alltag des Menschen. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.